Hey, ich habe dich noch nie um etwas gebeten. Ich habe dir Videos geliefert, ohne eine Gegenleistung zu verlangen. Ich habe dir Einblicke in mein Leben gewährt, dich mit Informationen versorgt und meinen Podcast zur Verfügung gestellt und habe nie etwas dafür verlangt. Doch heute möchte ich das einmal tun. Und zwar bitte ich dich, sei du selbst. Wenn du genug Eier in der Hose hattest, etwas zu starten, dann bring das auch zu Ende. Egal wie schwer es dir manchmal vorkommt. Lass die anderen nicht entscheiden, ob du in der Lage bist, deine Träume zu verwirklichen. Es ist so einfach, sich mit anderen zu vergleichen und dabei das eigentliche Ziel aus den Augen zu verlieren, wenn man nur auf die Likes und Follower anderer schaut. Lass dich nicht von anderen blenden. Versuch nicht, wie andere zu wirken. Sei einzigartig. Sei du selbst. Man kann keine Spuren hinterlassen, wenn man in die Fußstapfen anderer tritt. Deshalb ist es wichtig, dass du deinen Traum verfolgst und noch wichtiger, dass du dein Leben lebst. Keiner braucht einen zweiten Gary Vaynerchuk, Tony Robbins oder Casey Neistat. Das sind alles tolle Persönlichkeiten. Doch die Welt will dich. Dich und deine Persönlichkeit, deine Kreativität, deine Power. Deshalb sei du selbst. Dein Charakter ist durch deine Niederlage und Erfolge, durch deine Tränen und dein Lachen, durch dein Durchhaltevermögen und durch deine Neugier geprägt. Es gibt keine zweite Version von dir. Wieso begreifst du das nicht? Keiner hat dein Leben so durchlebt, wie du es getan hast. Du bist einzigartig. Du bist du. Und das sollst du auch bleiben. Versuch nicht, anderen nachzumachen, nur weil sie Erfolg haben. Erfolg kommt und geht. Du bleibst für immer du. Und das wäre für dich vom Vorteil, das Beste daraus zu machen. Denn sobald du verstehst, dass du einzigartig bist, wirst du auch locker erfolgreich werden. Deshalb bitte, sei du selbst. Mehr verlange ich von dir auch.